Ich bin Schwimmer und ich bin zum Schwimmen gekommen, weil ich eben in der Rehabilitation mit dem Schwimmsport einen Sport gefunden habe, der mir ermöglicht hat, trotz meiner Behinderung mich selbstständig mobil im Wasser zu bewegen. Das ist das Schöne am Element Wasser, es trägt einen und egal was man hat oder nicht hat, man kann sich trotzdem, ob jetzt schneller oder langsamer, schön von A nach B bewegen und das macht den Reiz des Schwimmsports aus. Also mein prägendster Moment als Sportler in meiner Karriere, noch bevor ich überhaupt Profi war, war sicher, dass ich 2008 überraschend einen Weltrekord geschwommen bin. Ich war bei einem Kurzbahnwettkampf in der Schweiz und habe einfach zufälligerweise auf die Weltrekordlisten geschaut und habe mir gedacht, das sollte doch knackbar sein, das habe ich dann angekündigt. Und somit waren genug Schiedsrichter vor Ort, damit sie sozusagen meinen Weltrekord dann auch legitimisieren. Und bin dann geschwommen, Weltrekord geschwommen und hatte mit 16 Jahren für ungefähr 3 Wochen, glaube ich, einen Weltrekord. Da war ein anderer Typ schneller. Aber das war einfach eine lustige und witzige Geschichte, die mir auch gezeigt hat, was alles geht, wenn man halt sich Ziele setzt, was vornimmt und dann halt versucht. Und wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber in dem Fall hat es gut funktioniert. Neben dem Sportlichen möchte ich natürlich durch den Sport einfach in unserer Gesellschaft zeigen, was alles möglich ist, zeigen, dass wir Menschen mit Behinderung leisten können, wenn man uns die richtigen Rahmenbedingungen zur Verfügung stellt und dass wir ein integraler Bestandteil dieser Gesellschaft sind. Und da ist der Sport einfach eine super Plattform dafür.